Vom 21. bis 27. Januar findet das 34. Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken statt. Ja, ich freue mich auf das Festival, dass es jetzt endlich bald losgeht. Wir haben 156 Filme, wir haben wahnsinnig viele Gäste und natürlich diese besondere Atmosphäre in den Kinos mit den vielen, vielen Premieren. Da freue ich mich besonders drauf. In der Festivalwoche werden 156 Filme zu sehen sein. Davon 62 in den Wettbewerben Langfilm, mittellanger Film und Kurzfilm. Der Max-Uffels-Preis ist mit insgesamt 103.500 Euro dotiert. Er gilt als der wichtigste Wettbewerb für Jungfilmer im deutschen Sprachraum. Also wir haben ja im Wettbewerb mittellang 11 Filme und unter den Filmen ist ein längerer Spielfilm mit Max Mauf, ein wunderbares junges Talent, der mit Sicherheit noch seinen großen Weg gehen wird. Er spielt in diesem Film in der Überzahl einen Amokläufer und ist sehr beeindruckend. Das Budget des Festivals, zu dem rund 42.000 Besucher erwartet werden, beträgt rund 1 Million Euro. Ein Drittel davon wird aus Einnahmen generiert, ein weiteres Drittel steuert die Landeshauptstadt bei. Und das letzte Drittel stammt von Sponsoren.